Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne vorstellen, womit ich jetzt in nächster Zeit vorhab, Orbs zu verdienen. Ihr wundert euch jetzt schon, wir sind ja auf Citybuild 13. Was macht der Typ auf Citybuild 13? Hä? Ist das nicht ein Citybuild, wo kaum Leute spielen? Ihr habt recht, hier spielen kaum Leute. Hier sind meistens so nicht mal 100 Leute online. Auch abends sind ja kaum 100 Leute online. Aber das Gute daran ist, dass hier immer Redstone ist. Und das brauche ich für meine Maschine. Und zwar verdiene ich als neuestes Geld, also meine Orbs, mit einer Pilzfarm. Leute, ihr denkt euch jetzt so, ja, hier ist noch nichts, aber wir machen mal Slash Home Pilz. Und dann seht ihr das ganze Prachtstück auch schon. Und zwar ist es so groß wie ein 9er Merch. So, wie ihr seht, ich bin ja gerade schon am Bauen. Und zwar, diese Pilzfarm ist recht groß gebaut. Warum ich Pilze gewählt habe, komme ich gleich noch dazu. Ich erkläre euch jetzt erstmal, wie diese aufgebaut. Die Pilzfarm ist so aufgebaut, dass das nicht mit Sticky Pistons abgebaut wird, sondern das ist mit Wasser abgebaut. Und ich habe unten eine Glock platziert, das heißt, alle 5 Minuten kommt im Prinzip ein Redstone-Impuls, der das hier alles automatisch abbaut. Das heißt, geht dann, ich bringe jetzt im Prinzip das Wasser, das baut das hier alles automatisch ab einmal. Geht dann hier nach unten und dann, wartet mal, geht das hier hinten in mein Lagersystem. Und ich habe bis jetzt vielleicht, ja, ich habe gestern einmal abgebaut, Leute. Also ich habe gestern mal einen Testlauf gemacht und ich habe einmal abgebaut. Bei 2 Etagen habe ich so eine, habe ich eine halbe Doppelkiste einfach fast bekommen. Also das ist jetzt noch von vorigen Tagen, wo ich was abgeerntet hatte. Aber das habe ich einfach schon bei 2 Etagen bekommen. Jetzt stellt euch mal vor, wie viel ich bekomme, wenn das bei 256 ist. Die ganze Kacke ist bloß hier ran. Ich muss das alles per Hand bauen, da hier kaum Flyern ist. Aber das stört mich nicht so sonderlich, Leute. Und zwar, warum habe ich mich jetzt für Pilze entschieden? Es gibt doch noch so viel anderes wie Blumenform etc. Blumenform, Leute, ist halt die Kacke. Musst du andauernd bauen, mir nachfinden. Das hier, wenn du das fertig hast, stellst du dich einfach AFK hin, wartest, bis das ganze Teil hier voll ist und bringst es dann alles weg. Ich habe mal ausgerechnet, was ich zum Beispiel für einen Command-Block bräuchte. Ich bräuchte für einen Command-Block 29.000 irgendwas Doppelkisten. Ihr denkt euch jetzt so, ja Digga, 44.000 mal gefühlt hin und her laufen. Oder noch ein bisschen öfters hin und her zum Orbhändler. Aber ihr müsst euch jetzt mal überlegen, so ein Command-Block kostet 27 Millionen. Und wenn ich dafür nur ein paar Pilze wegbringen muss, warum nicht? Aber warum Pilze, Leute? Ich nehme jetzt hier einfach mal ein paar Pilze raus, dann werdet ihr gleich sehen, warum. Wir gehen mal P-A-O-H. Warte mal, P-A-O-H, das sind jetzt nur meine Homes gewesen. Und zwar, wenn ihr hier beim Händler seid, geht ihr einfach hier unten bei Anbauprodukte. Geht ihr denn einfach hier auf Pilze. Oh, wieso sind die jetzt nur noch bei 1? Waren die nicht mal bei 10? Naja, auf jeden Fall bekommt man normalerweise 10 Orbs pro Pilz. Was mich jetzt ganz schön stark gewundert hat. Wartet mal, Leute. Ich will mal. Digga, das hat mich jetzt aber echt verwundert. Wir gehen mal auf ein anderes Citybuild. Normalerweise bekommt man dafür nämlich wirklich viel, viel mehr. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, wenn man dafür nur, ich sag mal, ein Orb bekommt. Da hat einfach jemand eine Menge abgegeben. Normalerweise bekommt man dafür nämlich 10 Orbs pro Dings. Egal, ob da Preisverfall ist oder nicht. Ein Orb, was ist denn heute los? Warum geben die Pilze nur noch so wenig? Normalerweise haben die immer 10 Orbs gegeben. 2 Orbs, 20 Orbs. Höchstwahrscheinlich sind die Anbauprodukte so beliebt, dass das jetzt überall so runtergegangen ist, schätze ich mal. Braune Pilze werden heute keine mehr. Es wurden anscheinend so viele abgegeben, dass der Preis jetzt so ganz schön weit gedroppt ist. Okay. Naja, normalerweise kriegt man dafür auf jeden Fall 10 Dings pro Tag, also 640 Euro pro Stacks. Und das heißt, rechnet euch das mal auf eine DK aus, das sind dann irgendwas mit 30.000. Das heißt, wenn ich diese Pilzform fertig habe, kriege ich, keine Ahnung, 10 DKs innerhalb von, sagen wir mal, 9 Minute. Rechnet euch die 10 DKs aus, das sind 340.000 Orbs, wenn ich die wegbringe. Denn kann man sich schon ausrechnen, wie schnell ich den beim Command-Block oder wie bei irgendwas anderem bin. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, wie ich jetzt auf jeden Fall meine Orbs verdienen werde. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, warum.
der Preisverfall gerade so heftig ist, weil normalerweise kriegt man dafür eigentlich 10 Orbs, aber naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.